Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. Ich musste gerade so lang ziehen, weil ich mir gerade erstmal bequem gemacht habe. So, ich habe jetzt meinen Controller gewechselt. Mach mal lieber hier den Ton aus, damit ihr nicht irgendwie so doppelt alles noch von meinem Gamepad hört. Und wir machen den ersten Captain Toad Level. So, was ist an einem Captain Toad Level interessant? Wir spielen Toad. So what? Nun ja. Captain Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinem ersten Abenteuer auf. Hilf ihm dabei, alle Hindernisse sicher zu überwinden und alle 5 grünen Sterne in diesem Level einzusammeln. Wenn du es geschafft hast, gehören sie dir. Bewege die Kamera mit Hilfe von R, um die Umgebung aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Übrigens kannst du die Kamera auch bewegen, indem du das Gamepad neigst. Oh, eins noch. Captain Toad kann nicht springen, also sei vorsichtig. Genau, das wollte ich gerade sagen. Oh, so kann ich auch. Ich bleib beim Stick. Ich bleib wirklich beim Stick. So, ja, das Wichtige. Captain Toad kann nicht springen. Oh, da unten ist ja auch noch einer. So, ich weiß nicht, wie tief er fallen kann. Ich teste es mal. Ha, Captain Toad ist halt toll und kann nicht so tief fallen. So, hier ein bisschen drehen. Wichtig halt, dass man genau guckt, wie man die Kamera dreht. Damit man halt sieht, wie man weiterkommt, weil das Grün ist echt schon, man ist sich da teilweise nicht ganz sicher, wo es dann hingeht. Oder hier beispielsweise sowieso total. So, da geht's dann da durch. Aber wo ist dann das Geheimnis, was es gibt, wenn wir hier durchgehen? Dann kommen wir hier raus und dann ganz schnell nach hier. Und, ah, okay. Da, ja, ich muss nämlich, man muss nämlich ins Mikro pusten. Und anscheinend dadurch, dass ich die ganze Zeit rede, puste ich natürlich ins Mikro. Da muss ich schon still sein, wenn es runtergehen soll. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja. War jetzt natürlich der erste Level, der war noch nicht so schwer. Ich hoffe mal, die späteren Captain Toad Level werden dann doch ein bisschen toadiger und schwieriger. Aber da sind wir mal ganz interessant und interessiert und schauen dann mal. Oh ja, ich muss weiter drücken. Yeah, den Captain Toad Level haben wir geschafft. Und jetzt haben wir 12 grüne Sterne und ich habe keine Ahnung, wofür die gut sind. Wenn du alleine spielst, kannst du auch in einem Level die Kameraperspektive ändern. Probier es einfach aus. Okay, das hat meine Frage beantwortet, die ich da vor im letzten Part hatte. Im Multiplayer kann man dann nämlich nicht so die Kameraperspektive drehen. Gut zu wissen. Wirklich gut zu wissen. Ja, ich wechsle nicht wieder meinen Charakter. Ich will bei Luigi bleiben. Ich mag Luigi. Ich werde in einem späteren, nehme mir mal vor, im nächsten Part, da werde ich Peach spielen und im vierten Part, da werde ich Toad spielen und ab dann, glaube ich, bleibe ich bei Luigi. Hast du mir irgendwas zu sagen? Nö, aber ich kann ja auf dir rumhüpfen. Ich kann dich angreifen. Okay, ich muss hier auf Nessie. Okay, heißt Plessie. Plessie, Nessie. Egal, den Level hier kenne ich schon. Den habe ich auf der Gamescom gespielt. Mit mehreren anderen. Was ist echt? Also das macht's echt... Ist irgendwie lustig, aber auch nicht ganz so spannend. Wuhu! Weil es ist... Boah, es ist, ey, also so schon ist es nicht sehr einfach zu spielen. Da muss ich wirklich sagen, also der ist so schon nicht sehr einfach zu lenken. Und jetzt stellt euch vor, alle 4 Spieler müssen in eine Richtung lenken. Das ist hart. Um es mal so auszudrücken. So, hier, das schaffen wir aber ganz gut. Wow, ich habe sogar schon One-Up wieder gekriegt. Oh, ich dachte schon gerade, wir müssten hier rüber springen. Oh, meine Lieblingsmusik. Yes! Ich habe sogar noch ein Leben gekriegt. Nein! Oh, na gut. Macht es auch nicht so einen großen Unterschied, ob ich jetzt hier schnell runterfalle oder ein bisschen langsamer bin. Da ist auf jeden Fall ein schön abwechslungsreicher Level. Ist das hier vielleicht ein interessanter Weg? Nö. Da hinten gibt es auf jeden Fall Katzenkostüm. Ich will aber eher hier an den... Ja, an den Stempel. Plessie, nicht runterfallen. Oh, knapp. Knapp, Plessie. Oh, das war sogar der erste. Rüberspringen. War sogar der erste. Boah, ich will hier schon fast still sein, weil die Musik so gut ist. Okay, ich werde jetzt nicht still sein. Ich bin natürlich... Ah, Mann, ich habe es nicht erwischt. Ich bin hier schließlich in einem Let's Play. Aber die Musik ist echt gut. Danke, dass du uns so geholfen hast, Plessie. Irgendwie will ich die Sachen kaputt machen. Hey, hier ist eine Münze drin und da ist halt nichts drin.
Schade drum. Egal. I'm going down. Oh, da sind geheime Münzen. Ich habe wohl auch irgendwie Sachen gehört, dass man einige Stellen bloß auf dem Controller sehen kann. Okay, ich könnte jetzt hier einfach hier unten und dann als Katze da hochklettern. Das wäre natürlich langweilig. Deswegen werde ich einfach hier schneller rennen und dann springe ich einfach so daran. Klappt ja ohne Probleme. Wir haben echt noch Zeit für den Zirkus-Level. Juhu, Level beendet. Oh, wenn ich mich jetzt auch eigentlich daran erinnere, auf der Gamescom, da standen immer die Level-Namen. Also die Nummern der Level, die standen da immer, als man es auf der Gamescom ausprobieren durfte. Und ich habe das sehr oft gespielt. Lag daran, dass die Schlange wirklich nicht sehr lang war und das Spiel einfach sehr viel Spaß gemacht hat. So, wir könnten nach da, aber ja, ich nehme lieber den anderen Level. Da habe ich gerade mehr Bock drauf, auf diesen zweiten Zirkus-Level. Yeah. Also finde ich das viel, ich finde es auch echt toll, dass hier die ganzen Luigi-Flaggen hängen. Welt 1.5. Schalter an, Manege frei. Yeah. Können die auch ad hoc mitmachen? Das muss ich mal testen. Okay, ich... So, ich kann die hier kaputt... Die kann ich auf jeden Fall kaputt machen. Nein, also jetzt... wenn ich jetzt einfach mal einen Controller anmachen würde, meinen Pro-Controller. Könnte dann ein zweiter Spieler sofort mitmachen? Das war cool. Das wäre echt interessant, aber... Boah, ich freue mich schon echt darauf, das hier mit Melly im Mehrspieler-Modus zu spielen. Da macht das nämlich, glaube ich, echt noch viel mehr Spaß. Aber sie ist halt nicht da und im Zuge dieses Let's Plays, da ich das doch sehr schnell hier fertig Let's Playen will. Na gut, ich fertig Let's Playen, aber weil ich es auch sehr gerne sehr viel spielen will. Und aufs Wochenende zu warten, um mit Melly zu spielen, ich will es jetzt spielen, das Spiel. Ich habe mich so lange auf dieses Spiel gefreut. Und da werde ich es jetzt auch spielen. Ich habe schon gedacht, die haben mich jetzt alle erledigt. Yay, oh, da oben gab es noch einen Stern. Ja. Na egal. Haben wir halt keinen Stern. Okay, die muss ich jetzt hier aktivieren. Yes. So, da lang. Ja, okay. Ich aktiviere die hier ein bisschen dumm. Ah. Ja. Ah, so klappt das schon. So, hier noch. Zum Glück habe ich ja so viel Zeit, wie ich mir nehmen kann. Ganz viel Zeit. So, jetzt hier. Ich denke mal, das wird so vom Schwierigkeitsgrad her dann ungefähr so hinauslaufen wie bei New Super Mario Bros. U. Wo ich auch zuerst dachte, boah, ist das Spiel leicht. Das ist ja viel zu einfach. Und dann kam der, dann kam der zweite Level. Und dann wird schon hier härter. Ja. Okay, dann muss ich jetzt halt... So, ich könnte da, aber ich werde lieber hier erstmal in diese Box reingehen. Okay. Ah, ich muss die ganzen... Oh nein, ich muss einfach bloß das Teil finden. Noch so. So einfach kann es sein. Okay. Hm, ist jetzt echt schade, dass ich nicht mehr, Katzen-Luigi bin. Okay, Kamek erledigt. Bisschen mehr Zeit, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich sie wirklich brauche. So, da die letzte, den letzten Stern, der ist jetzt nicht wirklich so schwer zu kriegen. Hier drauf. Perfekt. Okay, ich muss noch nach da hinten. Habe ich ein bisschen doof aktiviert. Jetzt haben wir es geschafft und ich gehe lieber jetzt so hier außen rum. Und da dürfen wir wieder in eine neue Röhre. Wir haben mal im Nintendo Direct gesagt... Oh, hier muss ich jetzt genau aufpassen. Ganz jetzt. Im Nintendo Direct gesagt, dass sie sich für dafür entschieden haben, dass die Röhren durchsichtig sind, weil sie einfach mal zeigen wollten, was denn so in dieser Röhre passiert. Weil wir haben hier schon so lange Röhren und jetzt wollte man einfach mal zeigen, was passiert denn hier. Gut. Na. Ich komme leider nicht da oben dran. Verdammt. Hätte mir mehr gebracht, wäre ich der Katzen-Luigi und wäre dann da oben hochgeklettert. Na, egal. Woohoo! Und die Level gehen hier echt noch sehr schnell. Da kann ich ja noch versuchen, den Boss-Level. Der wird ja, glaube ich, jetzt auch noch nicht so hart. Das ist ja der erste Boss. Der wird easy peasy. Yeah, 15 Sternchen. Woohoo, da hinten gibt es noch irgendeine Slotbar.
Speichervorgang. Speichervorgang abgeschlossen. Okay, gehen wir da rein. Ah, wir brauchen genug grüne Sterne, um die Level dann auch anfangen zu dürfen. Ähnlich wie bei Sonic mit den Tieren bei den Endboss-Leveln, wenn man Sonic Lost World Let's Play guckt. Der weiß, wovon ich rede. Und wer das nicht guckt, warum guckt ihr es nicht? Okay. Schauen wir mal. Evil. Oh. Oh, ich kann die bestimmt anzünden. Die Bowser-Feuerbälle. Ah, da hätte ich jetzt schön viele Punkte machen können. Ah, hier ist ein geheimes Teil. Was macht das? Grüne Münzen. Grüne Münzen für Luigi. Ah, und grüne Münzen geben natürlich einen grünen Stern. Ist ja klar. Oh, das Wasser, das sieht echt schön aus, wie das da glitzert. Oh, knapp. Ah, da müsste ich als Katzen-Luigi hoch. Ist echt die Frage. Wechsel ich? Ja, komm. Ich nehme mir das zusätzliche Item und wechsel. Ah, ich kann sogar so immer wechseln. Oh, das ist... Oh, das ist ja... sehe ich jetzt so richtig. Das ist ja ein richtig tolles System. Oh, ich kann noch mehr springen. Yeah. Ah! Okay, Katzen Luigi, du hast es geschafft. Oh, das ist ja ein, das finde ich ein richtig schönes System, dass ich jetzt immer die ganze Zeit... Ha, er ist auf beiden Beinen gelandet. Ah, fuck, nicht zerquetschen lassen, Luigi. Ah, ah, okay, ich lasse es, ich hole mir nicht die Zeit. Ich gehe einfach hier weiter. Das ist aber, ich finde, ein richtig schönes System, dass man jederzeit quasi zwischen zwei Kräften hin und her wechseln kann, solange man sie nicht verliert. Das finde ich auch echt gut, dass das so... Oh! Nein! Verdammt! Oh, nein! Oh, da war ich ein bisschen zu übereifrig. Egal, ich habe auf jeden Fall den Flammen-Luigi, aber jetzt habe ich die Sterne hier nicht mehr. Ach, Mist. Ich kann mir den Stern zwar hier natürlich wieder ohne Probleme holen. Beim anderen Stern haben wir natürlich ein paar Probleme, weil ich keinen Katzen-Luigi mehr habe. Außer ich finde hier einen Katzen-Luigi. Perfekt. Ich finde das echt super, dass das da drinne gespeichert wird. Ich meine natürlich im Multiplayer, glaube ich, teilen sich alle das. Das ist natürlich dann etwas schade. Oder ja, funktioniert ja nicht so schön wie hier im Singleplayer, aber es wäre auch, glaube ich, ein bisschen imbar, weil dann hätte man ja vier Teile und ich meine, die fallen ja raus. Und dann könnte ja, hätte man ja echt viel zu viele Kostüme. Okay, normalerweise wird man, glaube ich, von so einem Sprung Schaden nehmen. Ah, fuck. Yay. Aber jetzt muss ich mir doch wieder den Flammen-Luigi holen. Geht sonst wirklich nicht anders. Außer ich will sehr viel Schaden nehmen. Oh, und dann renne ich da rein. Okay, so lang. Gut, wie komme ich da durch? Ne? Oh, Moment. Dammit. Ah, ich hab's geschafft. Haha. Okay, das sieht jetzt schon mal sehr nach dem großen, grande Finale aus. Okay, wer ist mein Boss? Wer ist mein Gegner? Ein Bowser in einem fetten Auto. Hi. Okay, Bowser. Okay, wir haben hier Bowser in einem Auto. What the fuck? Und der wirft Bomben. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie zurückschlagen soll. Wenn ich auf die drauf springe, haha. Ich muss bloß auf die drauf springen, dann kann ich sie ihm zurückkicken. Ich muss richtig auf sie drauf springen. Oder so springen. Kann ich einfach gegenlaufen? Ah, ich weiß nicht. Ist mir zu unsicher. Ah, Mist. 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 Ich krieg das noch hin. Okay. Wir sind am Ende angekommen.
Ach nein, hier geht's dann weiter. Okay, ich muss einfach bloß dagegen laufen. Das macht die Sache weitaus einfacher, als so, wie ich das gerade spielen wollte. Wo ich immer gegenspringen muss. Bowser, machst du nochmal was? Okay. Hier dürfen wir einmal springen. Boom. Das macht die Sache echt viel einfacher. Puff. Haha. Komm, Bowser. Ich weiß, du willst es. Okay, da hinten. Jetzt geht er da mal einfach mal nach ganz weit nach da hinten. Da werden wir quasi wieder, glaube ich, zum Ende teleportiert oder so. Ach Mist, direkt daneben. Boom. Ich glaube, das müssen wir jetzt noch einmal machen. Der Boss ist jetzt nicht gerade großartig schwierig. Weil ich, außer wenn ich... Oh, ich wollte gerade sagen, weil ich jetzt, außer wenn ich irgendwie total doof mit den Bomben bin, eigentlich nicht sterben kann. Oh, das sind Goombas und... Ah, nein! Mist, ich wollte die Katzenglocke. Ah! Da, bam! Ah, Bowser, hör auf, Feuer zu spucken. Feuer zu spucken! Warum sag ich mal... warum verspreche ich mich gerade so doof? Ganz gemein, Bowser. Oh, direkt daneben geschossen. Hast du gut gemacht, Nils. Ich hätte sehr gerne das Katzenoutfit gekriegt. Aber nein. Ja, auch Feuer zu spucken. Du weißt, dass ich das nicht leiden kann. Ah, geht doch. Hör auf! Lass das! Ich will das gar nicht! Mist! Yes! Boom, das war's! Bowser erledigt! Und er is going down! Yeah! Das war Bowser! Zweiter Part und schon Bowser besiegt. Na gut, die erste Welt geht bei Mario immer meistens sehr schnell. Und damit auch das hier. Jetzt können wir feierlich zum Ende gehen. Hier kriegen wir noch mal ein bisschen Zeit, falls uns die Zeit ausgegangen sein sollte. Och, da ist die arme Kleine gefangen. Ich wäre zwar gerne wieder Katzen-Luigi. Aber naja. Müssen wir halt damit leben, dass wir nicht Katzen-Luigi sind. Und schaffen es bloß bis dahin ranzuspringen. Schade. Aber gut. Yay, wir haben sie gerettet. Und das Spiel sieht einfach wunderschön aus. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Und wenn das Video auch nur ansatzweise so aussieht, wie es bei mir auf dem PC im VLC Media Player aussah, dann müsste das hier auch auf YouTube dann sehr gut aussehen. Yay, wir haben sie befreit. Yeah, Wuhu! Und jetzt? Ah, sie hat eine ganz lange Röhre geschaffen. Schön. Speichervorgang. Speichervorgang abgeschlossen. Gut, wir beenden den Part hier. Wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann.